Lieber Björn, wir sind heute hier in Dornoldshausen, einer der ganz kleinen Gemeinden in der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau. Meine Frage ist, was macht die Hollese aus? Ja, was macht die Hollese aus? Ich denke, das sieht man hier im Hintergrund. Wir leben für uns, wir lieben für das Dorf. Wir freuen uns, wenn die Leute von nah und fern kommen, auch heute wieder. Die erste Maifeier hier gibt es schon über 20 Jahre. Vorher hat es der Chor gemacht, jetzt machen wir das als Feuerwehr. Der Chor hat sich leider aufgelöst, das ist natürlich schade für so ein Dorf, aber man sieht einfach an der Dorfgemeinschaft auch so, mit sowas kommen wir klar. Wir haben einfach gesagt, dann übernehmen wir das halt als Feuerwehr und den Erfolg, den sieht man hier hinter uns gerade. Wollte ich gerade sagen, knapp 200 Einwohner, die Hälfte dürfte wahrscheinlich mittlerweile hier sein und ihr habt unglaublich günstige Preise. Ja, genau. Wir haben günstige Preise, das stimmt. Das ist uns auch wichtig. Für uns ist wichtig einfach, dass die Leute gerne hier hinkommen, dass Familien gerne hier hinkommen. Ich denke, das ist auch für so ein kleines Dorf wichtig, dass man einfach sieht, okay, auch als Familie kann man hier gut leben und geht nicht pleite nach Hause, sage ich mal, sondern hat einfach einen schönen Tag verbracht und jeder ist zufrieden. Das ist unser Anspruch und deswegen auch die günstigen Preise. Florian Schmidt, Wehrführer hier in der kleinen Gemeinde Dornoldshausen. Florian passt natürlich auch gut zur Feuerwehr. Ja, genau. Florian, der Schutzpatron der Feuerwehr. Sag ich mal, wir machen diese Raststation hier heute zum ersten Mal. Die gibt es zwar schon länger hier in Dornoldshausen, die kam vom Chor. Die haben wir da, sag ich mal, geerbt bekommen. Und ich sag mal, hier das Grillen, sag ich mal, tut der Feuerwehr auch ganz gut. Das ist alles für einen guten Zweck. Ihr seid natürlich auch ganz gut hier ein bisschen mal Alkohol am Trinken. Wer fährt denn von euch, wenn es brennt? Momentan trinkt hier keiner. Okay. Also wir sind auf 0-0 eingestellt. Wenn wirklich was sein sollte, haben wir ja alles hier passend positioniert. Ist auch so alles hier gestellt und geräumt, dass wir zu jeder Zeit auch noch weg können und den Brandschutz auch natürlich sicherstellen können für die ganze Bevölkerung hier. Dornoldshausen ist eine der kleinsten Gemeinden in der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau. Wie unterscheidet sich denn die Arbeit hier in so einem kleinen Dorf zu einer größeren Gemeinde wie Bad Ems? Ich sag mal, im Endeffekt haben wir genau dieselben Aufgaben wie in Bad Ems auch zu lösen. Klar, die in Bad Ems haben eine höhere Dichte, mehr Einsätze, sag ich mal. Aber wenn es drauf ankommt, müssen wir genau dasselbe leisten wie jede andere Feuerwehr auch. Die ist selbst wie eine Berufsfeuerwehr. Müssen wir jetzt selber Wir sind jetzt hier in Hirschberg. Sag mal, wie sind die Hirschberger? Ja, die Hirschberger, lustiges Volk. Die meisten sind auch hier. Und ja. Ich habe gesehen, ihr trinkt alle nur alkoholfrei, aber im Wald gibt es wahrscheinlich schon ein bisschen Alkohol, bevor die überhaupt hier sind. Ja, die haben ja ihre Bollerwagen und Traktoren und was hier, mit was sie alle hier ankommen. Ne? Und wir haben hier das Hofbräubier. Ne? 0,0? Nein, leider nicht. Ne? Du bist Veranstalter hier. Wir haben gesehen, der Rainer, Peter Maffay, Tribute ist hier, die Frau Lino ist da. Wie macht ihr das jedes Jahr? Ja, wie machen wir das jedes Jahr? Wir haben ja das ganze Jahr Kontakt, weil wir haben ja mehrere Veranstaltungen, ne, wo wir die Künstler dann auftreten lassen. Und die Claudia Lino ist ein fester Bestandteil. Und jetzt haben wir noch einen Überraschungsgast gleich. Das ist der Jürgen Peter, der kommt extra aus Dortmund noch hier hochgefahren, macht noch seinen Auftritt. Und der Rainer Vogel ist das erste Mal hier und ich bin echt überrascht. Macht eine super Show. Und im Oktober, wir sehen es hin auf dem Schild, wir zeigen es gleich mal, Die Münchner Zwietracht, eure nächste Veranstaltung. Die nächste Veranstaltung ist Schlager Beach Party am Hattersee. Das ist am 12.8. Dann kommt Bartholomäusmarkt in Bad Ems, wo wir auch sind, im Gastrodorf zu finden sind mit verschiedenen Künstlern, die stehen noch nicht ganz fest. Und dann Oktoberfest. 3.0 jetzt. Lino, was machst du heute hier in Hirschberg? In erster Linie meinen Freund Thomas Gerheim unterstützen, das mache ich immer und überall. Auch dann demnächst in Bad Ems beim Bartholomäusmarkt und nicht zuletzt auch am Herthasee zur Schlager-Beach-Party. Aber ich komme auch immer und überall zum Singen. Schlager-Beach-Party genau am 12. August am Herthasee. Richtig. Selber kommst du aber nicht aus Hirschberg? Nein, ich komme aus Mannebach zurzeit, Niederhadamar, aber gebürtig aus Eschborn. Und deine nächste Single lautet? Ohne dich. Und das ist ein sehr Hip-Hop-Pop-lastiger Song. Auf Deutsch diesmal. Und den wirst du auch am Herthasee singen? Den werde ich auch am Herthasee präsentieren. Rainer Vogel, damals warst du auf einem Benefizkonzert in Dausenau gewesen. Da durften wir dich hier im Rhein-Lahn-Kreis kennenlernen. Ich glaube, der authentischste Peter Maffay-Tribut, den es gibt.
Wenn du das sagst, dann bin ich stolz. Ich denke mal, es ist meine Stimme und ich verstelle mich nicht. Was machst du heute hier in Hirschberg zum 1. Mai? Zum 1. Mai mache ich heute hier, ist ganz einfach, Claudia Lino, eine gute Freundin von mir, die auch singt, hat gesagt, Rainer, was machst du am 1. Sag ich, nichts, dann komm nach Hirschberg. Jetzt bin ich da. Wann wird man dich das nächste Mal bei uns hier wieder im Rhein-Lahn-Kreis begrüßen dürfen und wo? Am 12.8. am Herthasee. Markus Grün, Wehrleiter der Verbandsgemeinde Dietz. Ich sehe, hier sind wahnsinnig viele Feuerwehrleute, alles nur 0,0er Bier wahrscheinlich. Wer macht heute Dienst? Ja, alles 0,0 wird nicht so sein, aber wir haben 550 Feuerwehrleute in der Verbandsgemeinde Dietz. Da sind noch genügend da, die dann auch heute noch Dienst machen an so einem Tag. Man sieht ja, hier gibt es recht günstiges Bier zu trinken, ein schönes Spießbraten gibt es auch. Zu welchen Gunsten geht das? Das geht zugunsten des Fördervereins der Freiwilligen Feuerwehr Holzappel und damit natürlich indirekt in den Brandschutz rein. Ja, das ist halt da, wo wir als Förderverein dann Ausrüstungsgegenstände beschaffen, die so ein bisschen über top sind, wo der Aufgabenträger als Verbandsgemeinde Dietz dann das nicht macht, weil das nicht gefordert ist. Dafür sind die Fördervereine da, natürlich auch irgendwo in einem geselligen Teil. Als Wehrleiter, was verbindet Sie mit Holzappel? Ich selbst komme hier aus der Einheit Holzappel. Ich bin Holzappler, wohne zwar mittlerweile in Horhausen, bin hier noch aktives Mitglied, auch auf Übungen, dementsprechend auch heute natürlich da. Sag mal, was für Menschen leben hier in Holzappel? Wie seid ihr? Ja, also Holzappel ist eine aufgeschlossene Gemeinde, immer hilfsbereit. Jeder Verein unterstützt jeden Verein. Wenn eigene Feste im Ort sind, gucken wir auch, die einige Bürger kommen dann hier, um auch die Vereine zu unterstützen. Also schon, ist eine aufgeschlossene, schöne Gemeinde, Holzappel. Dass ihr feiern könnt, das weiß man. Letztes Jahr war die Münchner Zwietracht, glaube ich, oben zum Oktoberfest gewesen. Wie viele Mitglieder sind bei euch in der Feuerwehreinheit? Also aktive Mitglieder sind es 35, passive ungefähr so 300 und ist eigentlich schon eine starke Truppe sozusagen. Ja, die Passiven helfen auch jetzt, wie jetzt hier die Frauen beim Kuchenverkauf oder sonst irgendwas. Also die unterstützen dann auch die Aktiven bei so Veranstaltungen, damit so eine Veranstaltung halt reibungslos ablaufen kann. Es scheint so ein bisschen Holzappler Feuerwehr für Holzappel. Die Preise sind sehr human. Ja, also wir haben schon gesagt, ne, wir wollen hier keinen ausbeuten. Ne, wenn jetzt nachher dieses Ding 0 auf 0 rausgeht, sind wir zufrieden. Wir wollen den Leuten hier was bieten. Und von daher wollen wir jetzt nicht hier den großen Reibach machen, sondern gucken, dass wir human bleiben und dass auch die Leute in der heutigen Zeit auch sowas besuchen können. Juchi, der Mühlbachtaler, die Mühlbachtaler heute hier in Dachsenhausen. Servus, Ben Kurier. Dankeschön. Man kann natürlich sagen, ihr seid natürlich bekannt, gerade hier im Rhein-Lahn-Kreis, und ihr habt auch mal einen ganz, ganz großen Erfolg in Österreich gehabt. Richtig, da waren wir 2020 Jahressieger der Volkstümlichen-Hitparade in Kärnten. Das heißt so richtig volkstümlich, so wie es sein soll. Genau, so richtig traditionell, ja. Was neu ist, der Drummer. Ja, ich bin der Andl, ja, bin jetzt neu hier bei den Mühlbachtalern und ich denke, heute Abend geht es ganz gut ab, hoffe ich. Du sprichst tatsächlich im österreichischen Dialekt hier. Ja, was heißt im österreichischen Dialekt, aber ich komme hier aus dem Rhein-Lahn-Kreis, ja. Hört sich aber gut an. Ja. Und du machst? Ich mache die Gitarre heute bei der Mühlbachtaler. Okay. Ja. Meine letzte Frage, ihr seid natürlich auch beim Rheinland-Pfalz-Tag dabei. Richtig, auf der städtischen Bühne. Und? Ich stand später nochmal solo bei Ben Kurier auf der Bühne. Was wären wir ohne Kunst und Freunde, ohne euch, lieben Fans. Lieber Lothar, normalerweise die Spaßfabrik in Lahnstein, aber heute sehen wir die Mühlbachtaler hier in Dachsenhausen, deine Veranstaltung. Ja, genau, normalerweise die Spaßfabrik. Ich komme ja aus Dachsenhausen und ich mache ab und zu mal hier Events und Veranstaltungen in Dachsenhausen, um den Leuten hier in Dachsenhausen auf dem Ländchen ein bisschen was zu bieten. Und das macht eigentlich immer Spaß. Und ja, heute dann die Mühlbachtaler zum Tanz in den Mai. Genau, normalerweise kennt man Disco Fox in der Spaßfabrik und ähnliche Veranstaltungen heute hier. Aber was mir aufgefallen ist, eine Bockwurst, ein Rotwein für 2,50 Euro. Ja, ich habe gehört, das sollen gute Preise sein. Aber ich bin kein Freund davon, hier 5, 6 Euro für Bier, für Wein zu nehmen. Das sollte alles ein bisschen im Rahmen bleiben. Und mir macht es Spaß. Wirtschaftlich ist es für mich hier eher nicht interessant.
sondern eher Spaß an der Freude. Wirtschaftlich, da mache ich dann lieber Disco Fox in der Spaßfabrik, da überlebe ich dann. Darf man so sagen, ein Dachsenhausener für Dachsenhausen? Ein Dachsenhausen für Dachsenhausen, aber auch für das Ländchen, weil hier, es wird relativ wenig geboten nur noch. Klar, Corona geschuldet und ja, wir müssen ja langsam wieder mal anfangen an das normale Leben. Liebe Michaela, Ortsbürgermeisterin hier in Becheln, wie feiert ihr den 1. Mai? Feucht, fröhlich, wir haben Spaß mit der Musik und heute haben wir Glück mit dem Wetter. Meistens ist es leider schlechtes Wetter, da kommt es auch feucht von oben, heute nicht. Und ja gut, heute Morgen haben wir schon mit dem Garagenflohmarkt zum 1. Mai gestartet, was sehr gut angenommen wurde. Also da war wahnsinnig viel Verkehr hier in Becheln, so dass auch der Formel 1 Club, Organisator hier vom 1. Mai oder vom 20. Mai, schon sehr früh mit Würstchen und Pommes parat stehen mussten und auch schon zweimal ausverkauft waren heute. Wir haben natürlich einige Verbandsgemeinden hier im Rhein-Lahn-Kreis. Erzähl doch mal, wie sind die Bechelner? Ach, die Becheler haben Spaß, wissen, wie man feiert, wie man organisiert. Sind einfach eine gute Gemeinschaft. Ich sehe gerade Formel 1, die hat hier, glaube ich, auch mitgewirkt, oder? Ja, der Formel 1 Club ist Veranstalter vom Tanz im 1. Mai. Das machen die schon über 20 Jahre, glaube ich, gell? 12, 13 Jahre jetzt mittlerweile. Also von daher, die sind dafür zuständig, für unseren Tanz im Mai. Wie feiert ihr den 1. Mai? Mit viel Wein, mit viel Bier. Aber man kann es natürlich auch nüchtern sehr gut ertragen hier. Man muss mal ehrlich sein. Ne? Wir können hier schön feiern, schöne Musik, schönes Essen. Und wenn man mal das ein oder andere Bier trinkt, warum denn nicht? Ne? Und den Abend schön ausgehen lassen, weil das Wetter spielt ja auch einwandfrei mit. Ne? Ja, und alles wirklich alkoholfrei. Na, überhaupt total alkoholfrei. Natürlich. Sieht man hier schon unser Traubensaft. Ja, Traubensaft, das ist 0,0 Bier. Ne? Also man kann auch nüchtern einwandfrei hier durchkommen. Ja. Meine letzte Frage, wie sind die Bechelner? Bechelner sind einfach die besten Menschen auf der Welt, denn wir bieten hier so viel, wirklich, also muss man einfach sagen, oder? Ja, vor allem, man muss sie also einfach mal kennenlernen, ja, einfach mal einfach kennenlernen. Zum Beispiel so eine Feier wie Tanz in der Mai mitmachen und dann kann man auch die Bechel urteilen. Ja. Aber im Grundprinzip sind sie offen, ehrlich und gern zu feiern offen. Wie feiert ihr den 1. Mai? Wir feiern lang, ausgiebig, haben viel Spaß dabei. Und viel gute Laune. Und es ist wirklich um 0 Uhr Feierabend und alles alkoholfrei? Also ich glaube nicht, dass es um 0 Uhr Feierabend hier ist, weil wir wollen ja noch weiter in den Mai tanzen und alkoholfrei eher nicht. Viel Maibowle, sehr lecker dieses Jahr. Viele in der Verbandsgemeinde, in den Verbandsgemeinden im Rhein-Lahn-Kreis kennen den Ort Becheln vielleicht gar nicht. Wie sind die Bechelner? Also über Becheln kann man sagen, dass die Einwohner offenherzig, immer für den anderen da sind. Die Gemeinschaft ist einfach riesig hier. Wirklich grandios und überragend. Und was ist die beste Ortsbürgermeisterin? Unsere Michaela Lehmler.